Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf der Italia. Wie ihr seht, gibt es einen Unterschied zwischen der einen Seite links, diese habe ich schon bearbeitet, und das helle da drüben, das ist noch nicht bearbeitet mit den Reben. Da machen wir jetzt einfach weiter. Da ist noch das Unkraut rum. Also so schaut es dann aus, wenn es mit dem Mulcher bearbeitet worden ist. Gegrubert ist es noch nicht worden. Also das ist der nächste Schritt, also wenn die Reben schon, die ihr hier seht, kommen, dann muss man mit dem Mulcher drüber gehen. Und danach wird mit dem Gruber weitergearbeitet. So, wir gehen jetzt mal zum Traktor. Der steht jetzt hier drüben. Es hängt schon wieder ein bisschen. Entweder bin ich zu schnell oder. Also, wie gesagt, da ist jetzt der Traktor, der kleine mit der Walze oder was für wie Kettenfahrzeug. Wir steigen ein, starten ihn und wie ihr anhand der Fahrlinie schon seht, sollte man also nicht zu dicht mit dem Fahrzeug an die Reben fahren, sonst bleibt man hängen. Ich habe das jetzt also sozusagen, wenn das die Rebe ist, habe ich es dreimal nach links verschoben. Eins, zwei, drei. Und dann hat man die beste, wenn man halt die beste Fahrrinne. Das heißt, ich schalte mir den Autopilot ein. Dieser blinkt jetzt blau und schaltet blinkt. Und ich bin, ups, runterlassen, einschalten. Und ich habe das jetzt mit 9 km/h eingeschalten. Man kann es natürlich auch weniger machen, aber das reicht voll und ganz. Mal ein bisschen langsamer, aber achte, passt auch. Und ihr seht, wie das Unkraut sozusagen entfernt wird. Das gleiche werden wir dann bei den Olivenbäumen drüben machen. Aber als erstes machen wir jetzt einmal die Weintrauben. So, da lang. Die Weinreben in diesem Fall oder die Abstände der Weinreben sind in diesem Fall nicht gleich. Das heißt, wir müssen immer wieder die Abstände neu setzen. Ihr seht, mit dem Abstand, den ich jetzt vorhin hatte, komme ich zu weit rüber. Das heißt, wir fahren wieder. Da brauchen wir vielleicht ein bisschen mehr. Dass man nicht hängen bleibt. So. Jetzt auch von der anderen Seite noch das Unkraut, was wir vorhin nicht mitgenommen haben, entfernt. Das ist wunderbar.
Also ich sage immer, es kommt auf die Abstände an, das wird er selber dann sehen. Es sollte immer ein gewisser, ihr seht es sagt, genau Abstand vorhanden sein. Und wenn es einmal nicht so ist, dass er es nimmt, einfach nochmal retour und schauen, dass wir es entfernen. Also meiner Meinung nach ist es besser, als es weg, weil es gleichzeitig ein Dünger ist, erhöht den Ertrag der Weintrauben, also der Ernte sozusagen. Das ist natürlich da wieder ein bisschen schwer, weil na, dann war jetzt wieder hängen. So. Also wie gesagt, nicht zu weit rüber. Wir fahren wieder einen gewissen Abstand. Zwischen die Reben. Ihr werdet es ja dann sehen, also anhand. Ihr könnt ja dann nachher noch das einschalten. Ja, das dürfte passen. Ja, doch, haben wir auch ein bisschen. Ja, passt. Okay. Wieder die Automatik rein und jetzt ist der Abstand zu groß. Jetzt habe ich ihn ein bisschen zu groß gemacht. Ich fahre nochmal zurück. Ich mache ihn um eine Stufe näher. War zu nah. Jetzt bleibe ich da wieder hängen. Also doch eine weitere rüber. Na. War schon richtig so. Komm. Ja. Anders geht's nicht. Aber ihr werdet es ja dann sehen, wenn es zu nah ist, müsst halt eine Stufe weiter rüber rücken. Beziehungsweise, wenn ihr seht, es ist zu viel auf der linken Seite noch frei, geht eine Stufe nach rechts. Wir haben also oben auf dem Hof haben wir auch wieder einige Fässer an Wein, den wir auch verkaufen müssen. Vielleicht könnten wir das zwischendrin mal kurz machen. Da brauchen wir natürlich wieder neue Weinfässer. Weil wir werden sicher noch Reben brennen haben. Also der letzte Wein sozusagen wird nicht so besonders sein. Deshalb schauen wir, dass wir heuer, also in diesem Spieljahr sozusagen,
einen besseren Wein produzieren. Wir fahren wieder rüber. Ersetzt es. Ups. Runterlassen. Ein bisschen besser. Und wir fahren da drüber. Ein bisschen schneller. Man kann natürlich, man muss es nicht mit der Automatik machen, mit der Ding. Man kann so auch drüber fahren. Wer es halt gemütlicher angehen möchte und nicht so drauf aufpassen möchte, macht es natürlich mit dem Autopiloten sozusagen. Aber wer das nicht möchte, der macht es halt dann auch so. Jeder, wie er es mag. Ihr seht, jetzt bin ich hängen geblieben. Jetzt fahren wir wieder ein bisschen rüber. Es soll angeblich, habe ich gehört, demnächst eine neue Map erscheinen. Ich habe es nur gehört, aber ich bin mir noch nicht sicher. Vielleicht werden wir da einsteigen. Aber ich muss da noch gucken, ob die für mich was wäre. Jetzt hängen wir wieder ein bisschen. Na komm. Da. So, hier rüber. Geht doch wieder auf Automatik. Geht doch wieder auf Automatik. So, da da. Weiter geht's. Okay, jetzt habe ich weit, weit weg. So. Jetzt gehe ich auf Automatik. Wird er selber das machen? Ja. Ach, da. Das ist gemütlicher. Ich bin da eher der gemütlichere Typ.
Mir kommt auch dann vor, da wird die Arbeit sauberer erledigt mit dieser Methode. Also mit der anderen. Das ist halt die aufwendigste Arbeit bei Weinbergen, die sozusagen die Feldsäuberung und das Ganze bis die Trauben halt soweit sind. Wir fahren wieder rüber. Und bleiben mal wieder hängen. Und fahren runter und los geht's. Ah, das ist wieder oben. Ja. Dann wieder zurück noch. Und los geht's. Und wenn wir das gemacht haben, dann gehen wir zum nächsten Schritt. Das wird dann, muss ich jetzt nachschauen, eventuell das Düngen sein. Nee, das Grubern. Das Grubern ist dann dran und das Grubern von die Felder. Also wenn wir das dann erledigt haben, dann gehen wir zum Grubern über und danach ist dann das Düngen dran und dann kommt auch schon dann die Ernte. Ich sehe, wir kommen schon langsam wieder an die Zeit ran, wo leider die Folge schon wieder dann zu Ende ist. Ich würde sagen, wir machen jetzt noch schnell die Bahn da fertig. Ihr wisst, wieder einen gewissen Abstand runterlassen. Automatik rein und los geht die Sache. Jetzt haben wir noch drei Bahnen und dann haben wir die eine Folge, die eine Seite fertig. Dann geht es natürlich hier drüben noch weiter. Ja, und dann wird die andere Seite auf der hinter mir weitergemacht.
Aber das haben wir dann. Jetzt ist. Da arbeitet da schön vor sich hin. Ich schaue das dann von vorne aus. Und das kleine Pferd drauf. Dann haben wir natürlich unser Auto noch mit den Dieseltanks zum Nachtanken von kleinen, dass wir nicht immer mit dem Tankschirm fahren müssen. Hudala, ihr Lieben, dann sage ich aber danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Lasst ein Like und einen Kommentar da, wäre schön. Und wir sehen uns dann nächste Woche wieder zu einer weiteren Folge hier auf der Italia. Tschüss.